Und ich unterwegs auf in der Tour. Die Hochvogesen im Februar 2013. Carsten und ich sind bei eisigen Bedingungen unterwegs, um einen letzten Test für unsere geplante Lapplandreise zu machen. Die Vogesen sind berühmt für extremes Wetter. Ich habe hier schon alles erlebt, bis zu Schneesturm und Whiteout. Im nächsten Winter wollen wir in den hohen Norden aufbrechen. Eine gemeinsame Wanderung durch das einsame Fjell, von der wir beide schon lange träumen. Thank you.
Geht besser wie die. Aha, haben wir den Löcher von den ohne Schneeschuhlatsch, oder? Hast keinen Grip. Da geht der Puls aber auf 180. Jetzt reicht. Belohnung. Meinst du, jetzt kannst du fliegen da mit dem Zeug? Ja, ich weiß. Da hin und der Hang runter. Aber wenn du Anlauf nimmst, fliegst du ein Stück. Bei der Hut die Piste an. Stell dir mal vor, das mit Pulgar runter, wie der schießt. Vor allem, wie die da dann ins Kreuz fliegt, wenn du da liegst. Die überfährt dich. Jetzt drückt er die Nase nochmal richtig in den Schnee.
eisgekühlt dann. Ja.